Jetzt in Kripo Live. Auf einem Parkplatz an der A14 stehlen Kriminelle unbemerkt hochwertige Traktorenteile von einem LKW-Transporter. In diesem und weiteren Fällen bittet die Polizei um ihre Hinweise. Guten Abend und herzlich willkommen zu Kripo Live. Wir beginnen mit dem Verschwinden eines 80-Jährigen aus Ballenstedt im Harz, Klaus-Georg Böll. Von ihm fehlt nun schon seit 6 Wochen jede Spur. Seine Tochter hat sich vor einigen Tagen an uns gewandt mit der dringenden Bitte, die Suche zu unterstützen. Das ist eine der letzten Aufnahmen von Klaus-Georg Böll. Auf einer Familienfeier tanzt der 80-Jährige ausgelassen mit seiner Tochter. 3 Monate später, am 6. September 2023, verschwindet er spurlos. Seit diesem Tag lebt Maike Pöschl mit der Ungewissheit darüber, was ihrem Vater zugestoßen ist. Immer wieder besucht sie die Orte, an denen er häufig unterwegs war, wie den Dachsteich am Rande von Ballenstedt. Also ich schlafe nachts ganz schlecht, weil ich fange an zu träumen, hole mich dann aus den Träumen raus, liege wach, versuche mich dann mit irgend Sachen abzulenken, schlafe wieder ein. Und das geht aber jetzt schon die ganzen Wochen so. Man ist selber kaum noch Mensch. Der Vermisste ist vielen in seinem Wohnort Ballenstedt bekannt. Bis zu seinem Ruhestand leitete Klaus-Georg Böll das Ordnungsamt. In dieser Funktion gab er damals auch dem MDR ein Interview. Außerdem war er mehrere Jahre Wehrleiter der Ballenstedter Feuerwehr, seine große Leidenschaft. Als Rentner findet er neue Hobbys. Dann hat er sich eben mit seinen Fahrradfahren, Sportaktivitäten, Hund, Garten, damit hat er sich dann so sein Leben gesucht und seine Nachmittage und seine Stunden und war damit glücklich. Täglich unternahm der 80-jährige Witwer Ausflüge in die Umgebung. Zuletzt wurde sein Bewegungsradius immer enger, denn er litt zunehmend an Demenz. Deshalb wurde er in seinem Haus von einem ambulanten Pflegedienst betreut. Die haben ihn früh versorgt, das Frühstück hingestellt, angezogen, Tabletten gegeben und dann ist er danach mit seinem Hund spazieren gegangen und mittags ist er dann oft zu uns mal hochgekommen, hat hier mitgegessen und nachmittags ist er dann mit dem Fahrrad los zum Friedhof und also er hatte so seine Tour. Am Nachmittag des 4. September sieht Maike Pöschl ihren Vater zum letzten Mal, bevor sie mit ihrem Mann zu einem Kurzurlaub aufbricht. 2 Tage später kehrt Klaus-Georg Böll nicht von seiner nachmittäglichen Radtour zurück. Die Polizei Halberstadt beginnt noch am selben Abend mit der Suche. Wir haben diverse Suchmaßnahmen gestartet, sowohl am Boden durch Polizeikräfte als auch mittels Einsatz eines Polizeihubschraubers. Darüber hinaus wurde ein Mantrailer eingesetzt, das ist ein Spezialhund, der die Weg- bzw. Fahrstrecke des Mannes verfolgt hat. Des Weiteren haben wir spezielle Suchhunde in den umliegenden Gewässern von Ballenstedt zum Einsatz gebracht. Darüber hinaus einen Polizeitaucher als auch ein Sonarboot. Klaus-Georg Böll wird am 6. September, dem Tag seines Verschwindens, noch mehrfach gesehen. Zeugen beobachteten, wie er gegen 14.30 Uhr unweit seines Hauses auf seinem Fahrrad die Allee entlang fuhr. Eine halbe Stunde später soll er in der Nähe des städtischen Friedhofs in der Apfelallee unterwegs gewesen sein. Möglicherweise besuchte er dort an diesem Nachmittag das Grab seiner verstorbenen Frau. Die letzte Spur führt in die Nähe der Lungenklinik. In der Straße am Kaufberg soll der Rentner gegen 15.30 Uhr zu Fuß in Richtung Hirschteich unterwegs gewesen sein, ohne sein Fahrrad. Auch dieses ist bis heute verschwunden. Es handelt sich dabei um ein schwarzes Mountainbike der Marke Cube. Hier ein Vergleichsbild. Von daher ist für uns von Interesse, wo ist dieses Fahrrad, wer hat dieses Fahrrad gesehen, beziehungsweise wo wurde es vielleicht abgestellt, beziehungsweise wer hat es als herrenlos betrachtet und einfach mitgenommen.
Auch die Familie und viele freiwillige Helfer suchen weiter und verfolgen jede noch so kleine Spur. Maike Pöschels größter Wunsch ist es, dass ihr Vater endlich gefunden wird. Was ich kaum noch glaube, dass mein Vater irgendwo noch gesund ist oder lebt. Aber das ist egal, er muss nach Hause und er muss würdevoll dann verabschiedet werden. Haben Sie Klaus-Georg Böll seit dem 6. September irgendwo gesehen? Der Gesuchte ist ca. 1,70 Meter groß und schlank. Er trägt graues, kurzes Haar in Form einer Halbglatze. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er mit einem grauen Hemd mit zwei hellen Streifen und einer blauen Jeans bekleidet. Mit ihm verschwunden ist, wie erwähnt, sein schwarzes Mountainbike der Marke Cube, das so ähnlich aussieht wie dieses hier, allerdings mit Schutzblechen ausgestattet. Wenn Sie Hinweise geben können, dann informieren Sie bitte die Kripo Halberstadt unter der Telefonnummer 03941 674 293. In letzter Zeit erreichen uns immer wieder Meldungen zu Diebstählen auf Autobahnraststätten. Lkw-Fahrern wird in der Nacht, wenn sie schlafen, die Ladung gestohlen. Häufig hochwertige Maschinenteile. Dahinter stecken meist professionelle Banden. So wohl auch vor fast 4 Wochen auf dem Parkplatz Petersberg an der A14. Gut organisierte Diebesbanden schleichen nachts um die Lkw und spionieren die Ladung aus. Wenn es sich lohnt, schlagen sie zu. Sie stehlen Fahrräder, Zigaretten, Elektrogeräte und vieles mehr. Das Diebesgut transportieren sie meist unbemerkt ab. Die Fahrerinnen oder Fahrer bekommen oft nichts mit. Und selbst wenn, halten sie sich zurück. Aussteigen, das wäre zu gefährlich, muss ich ehrlich sagen. Ich habe jetzt keine Angst irgendwie, aber sehr großen Respekt. Ich weiß halt von 2 Kollegen, von unserer Firma, die sind nachts, wir mussten nachts raus und haben dann einen Schlag gekriegt. Die waren dann, oder einer ist in der Früh dann, nach 2 Stunden ist er neben Lkw aufgewacht. Rudolf Lehnert fährt seit 47 Jahren Lkw. Seit 2011 ist er bei einem Fuhrunternehmen in Baden-Württemberg angestellt. Die Firma transportiert vor allem landwirtschaftliche Maschinen und Fahrzeuge quer durch Deutschland und Europa. Immer wieder kommt es dabei zu Diebstählen. Von meinem Gefühl her ist Deutschland am schlimmsten. Ich habe also im Ausland weniger Angst, kann man es nicht sagen, aber da höre ich halt, oder mir noch nie was passiert im Ausland, innerdeutsch, da werden Teile abgebaut und die klauen sogar die Spanngurte, wo jetzt an die Schlepper dran sind. Ein Kollege von Rudolf Lehnert transportiert ebenfalls Traktoren auf seinem Lkw. In der Nacht zum 26. September 2023 wird er bestohlen. Es passiert nördlich von Halle auf dem Parkplatz Petersberg an der A14. Als er dort übernachten will, wird er wahrscheinlich beobachtet. Später in der Nacht nähern sich Unbekannte dem Lkw und demontieren die Hydrauliksysteme der Traktoren. Am nächsten Morgen überprüft der Fahrer seine Ladung und bemerkt den Diebstahl. Rudolf Lehnert zeigt uns, worauf es die Diebe abgesehen haben. Das zum Beispiel ist jetzt der hydraulische Oberlenker, der vereinfacht ist vom Bauern an einem Pflug. Hinten anbaut, dann kann der den hydraulisch hoch runterlassen und das ist halt das meiste, was sie klauen, weil es recht teuer ist. Dieses Hydrauliksystem hat einen Wert von 800 bis 3.500 Euro. 3 davon wurden gestohlen. Für das Fuhrunternehmen ein großer Verlust. Doch das ist noch nicht alles, erklärt uns der Geschäftsführer. Darüber hinaus, unser Kunde hat natürlich auch einen Schaden. Der fordert gegebenenfalls eine Zahlungszielverlängerung, der fordert gegebenenfalls Ersatzmaschine und so weiter und so fort. Also das ist alles ein mega Rattenschwanz. Also der eigentliche Schaden, was die Teile kosten und die Teile kosten, das ist nur, wie soll ich sagen, die Spitze des Eisbergs. Ja. Die Polizei ermittelt in diesem Fall wegen besonders schweren Diebstahls. Die Ermittlungen dauern an. Wir gehen davon aus, dass es sehr wohl eine vorbereitete Tat war. Und dass mehrere Täter daran beteiligt waren. Die Täter nehmen das Diebesgut mit, verenden die Tathandlung und schlussendlich wollen die das gewinnbringend veräußern. Das Ganze im Internet und meist aus dem Ausland heraus.
Der Diebstahl vom 26. September 2023 ist nur einer von vielen. Fast jede Woche hat es die Spedition mit solchen Straftaten zu tun. Es gibt die Möglichkeiten, das über Versicherungen abzudecken, aber das ist natürlich ein Hochrisikomanagement von den Versicherungen. Und da sind dann zum Teil die Beiträge für die Versicherungen sind nicht viel geringer wie der Schaden, den wir haben. Also ist das dann eine Abwägungssache, wie wir es machen müssen. Ja. Nur selten kann die Polizei solche Diebesbanden stoppen. Sie sind international organisiert und bereiten ihre Beutezüge sehr gut vor. Und die Parkplätze für Lkw sind oft überfüllt und dunkel. Oft fehlt es an Raststätten oder Autohöfen, an ausreichender Beleuchtung oder Überwachungskameras. Viele normale Parkplätze sind dunkel. Da ist es eigentlich schon gefährlich. Das hast du also in Frankreich oder in Spanien, hast die Hotels, da ist alles taghell beleuchtet. Da ist auch einfacher dann. Rudolf Lehnert hofft trotzdem immer, dass er seine Ware vollständig am Zielort abliefern kann. Wenn Sie in der Nacht zum 26. September auf dem Parkplatz Petersberg an der A14 verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, die mit dem Diebstahl der Hydrauliksysteme in Verbindung stehen könnten, dann melden Sie sich bitte bei der Polizei Weißenfels unter der Telefonnummer 03443 349 291. Und auch sonst, wenn Sie auf Rastplätzen etwas Verdächtiges beobachten, rufen Sie bitte die Polizei. Und jetzt zur aktuellen Entwicklung in einem Fall, über den Kripo Live mehrfach berichtete. Den Mord an der 19-jährigen Kesia aus Klötze bei Salzwedel. Sie wurde am 4. März mit 32 Messerstichen umgebracht und später in dieser Kuhle verscharrt. Am Freitag hat der angeklagte 43-jährige Tino B., Kesias Ex-Freund, nun vor dem Landgericht Stendal die Tat gestanden. Unklar ist nach wie vor sein Tatmotiv. Die Staatsanwaltschaft Stendal hat Anklage wegen heimtückischen Mordes erhoben. Tino B. könnte eine lebenslange Haftstrafe erwarten. Und jetzt weitere Fahndungen in Kripo-Live Kompakt. Nordhausen. Diesem Mann wird vorgeworfen, sich am Sonntag, dem 18. Juni 2023 gegen 16 Uhr vor zwei Kindern entblößt zu haben. Tatort ist der Scheunenhof Sundhausen in der Utleber Straße. Er soll dort mit einem schwarz-weißen Fahrrad unterwegs gewesen sein. Der Mann wird auf Mitte 50 geschätzt und ist etwa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß. Auffällig ist sein zerzaustes Haar. Erkennen Sie diesen Mann? Dann wenden Sie sich bitte an die Polizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631 960. Dresden. Die Polizei ermittelt hier wegen Diebstahls. Bei der Durchsuchung bei einer 39-jährigen Frau fanden Ermittler diese Schmuckstücke. Es könnte sich dabei um Diebesgut handeln. Erkennen Sie die Schmuckstücke? Können Sie Angaben zur Herkunft geben? Oder sind Sie der Eigentümer? Ihre Hinweise nimmt die Polizei in Dresden unter der Telefonnummer 0351 483 2233 entgegen. Nun geht es um diesen Schwan aus Bronze. Er ist eine von mehreren künstlerisch wertvollen Bronzeskulpturen, die Anfang Juli aus einem Park im Leipziger Süden gestohlen wurden. Diese Schwimmfüße sind alles, was übrig geblieben ist vom Diebstahl zweier Tierskulpturen aus Bronze. Tatort ist der Clara-Zetkin-Park in Leipzig. Er zieht sich quer durch die Stadt. Die Leipziger lieben ihren Clara-Park. Eine gestalterische Besonderheit dieser grünen Oase sind die vielen Skulpturen namhafter Künstler. Dazu gehören auch diese Bronzetiere, die viele Jahrzehnte den Park prägten. Sie sind Leihgaben des Museums der bildenden Künste.
Vielleicht erinnern sich einige noch an ihren Großvater, ihre Großmutter, die ihnen diese Skulpturen gezeigt hat. Auf so einem Schwan kann man auch ein Kleinkind draufsetzen. Natürlich freut man sich, wenn man in der Parklandschaft herumläuft, natürlich auch dann solche Figuren zu entdecken oder sich da zu treffen. Wir sehen uns heute am Bären oder am Schwan oder guck mal, was ist das denn und so. Und dann beginnt man sich vielleicht auch so für die Natur nochmal anders zu interessieren, wenn man eben auch durch Kunst animiert wird. Die gestohlenen Kunstwerke sind Abgüsse von Werken August Gauls. Der Bildhauer lebte von 1869 bis 1921. Im Besitz des Leipziger Museums sind über 160 Skulpturen des Künstlers. Er macht Tier, man kann schon fast sagen, Porträts. Diese Tiere sind auch sehr gut in ihrer Eigenwilligkeit, in ihren anatomischen Möglichkeiten getroffen, in ihrem Wesen. Das sind also manchmal sehr zarte, manchmal sehr massive Gestalten. Und man hat schon das Gefühl, dass er dieses Tierleben auch durchdrungen hat. Hier an dieser Stelle im Park stand der Bronzeschwan. Er wurde zwischen dem 2. und 3. Juli 2023 gestohlen. Vermutlich schlagen die Täter nachts zu. Sie sägen die Skulptur von ihrem Sockel ab. Die Figur wiegt um die 60 Kilo. Vermutlich benutzen die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport. Nur die abgesägten Schwimmfüße des Schwans lassen sie zurück. Wir sind natürlich entsetzt, dass so etwas passiert. Es ist eigentlich absurd und zeigt aber im Grunde eine hohe Bereitschaft zu Vandalismus. Diese Skulpturen im Park abzusägen und irgendwo hinzuverbringen, das ist einfach nur dumm. Also, und über Dummheit kann ich mich auch einfach nur aufregen. Der Diebstahl des Schwans ähnelt einer Tat, die sich etwa zwei Wochen zuvor abspielte. Zwischen dem 14. und 15. Juni wurde nur wenige Meter entfernt diese Pelikanfigur gestohlen. Sie ist ein Werk des DDR-Künstlers Rudolf Oelsner. Auch hier sägen die Täter die Figur ab. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen Diebstahl in besonders schwerem Fall. Es ist naheliegend, dass in beiden Fällen eine gleiche Vorgehensweise vorlag, also mit Hilfe einer Flexmaschine gehandelt wurde. Und demnach ist es auch möglich, dass dieselben Täter agiert haben. Die Täter könnten in beiden Fällen Fahrzeuge benutzt haben. Wohin sie anschließend mit ihrer Beute entkamen, ist unklar. Es könnte über die Anton-Bruckner-Allee geschehen sein, die in der Nähe der Tatorte durch den Park führt. Oder über den ebenfalls nahegelegenen Rennbahnweg. Es ist naheliegend, dass es sich hier um einen Buntmetalldiebstahl handelt. Also, dass es den Tatverdächtigen um den Materialwert der Bronzefiguren ging und diese anschließend zum Verkauf angeboten wurden. Der Preis für ein Kilo Bronze liegt aktuell zwischen 10 und 11 Euro. Der Schaden, der durch den Diebstahl der 60 bis 80 Kilogramm schweren Figuren entstand, liegt laut der Polizei im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Stadt Leipzig ließ mittlerweile eine andere Figur von August Gaul, den Bären auf der Kugel, abbauen. Aus Sorge vor weiteren Diebstählen. Vielleicht können Sie in diesem Fall Hinweise geben. Sind Ihnen zwischen dem 14. Juni und dem 3. Juli im Leipziger Clara-Zetkin-Park Personen oder Fahrzeuge aufgefallen, die mit den Diebstählen der beiden Bronzeskulpturen in Zusammenhang stehen könnten? Wenden Sie sich bitte an die Polizei Leipzig unter der Telefonnummer 0341 966 34299. Am Telefon übers Ohr gehauen zu werden, wie kann das immer wieder klappen? Sowas würde mir nicht passieren, hören wir öfter. Wir wären uns da nicht so sicher. Der arglistige Angriff trifft im Übrigen nicht nur ältere Opfer. Eine der aktuellen Varianten ist ein angeblicher Anruf von Europol, der Polizeibehörde der EU. Endlich zu Hause, heißt es für eine junge Frau. Nach einer anstrengenden Reise will sie sich nur noch ausruhen. Dann klingelt ihr Handy. Und eine englische Computerstimme ist zu hören. Hello, this call is from the Europol. The purpose of this call is to inform you that your German identity card number has been misused in fraudulent activities. Ein ungewöhnlicher Anruf.
Die 38-Jährige will nicht erkannt werden, erzählt jedoch Kripo Live, wie Betrüger sie abzocken wollten. Mit einer Masche, die mit einer Computerstimme beginnt. Meine erste Reaktion war, oh Gott, was ist denn jetzt los? Dachte mir auch, dass jetzt irgendjemand in meinem Namen da irgendwas macht und wollte natürlich irgendwie, dass das erledigt ist. Deshalb folgt sie der Anweisung der Computerstimme, die sie auffordert, die 1 zu drücken. Danach wird sie wieder angerufen. Jetzt meldet sich ein Mann bei ihr. Auch er spricht Englisch. Er gibt sich als Mitarbeiter der europäischen Polizeibehörde Europol aus. Die Person baut zunächst Vertrauen auf. Die war auf jeden Fall sehr glaubwürdig, hat sich vorgestellt, hat dem Ganzen ein Aktenzeichen gegeben, hat mit mir alles durchgesprochen. Und ja, also ich habe der auf jeden Fall geglaubt zu dem Zeitpunkt. Der vermeintliche Europol-Mitarbeiter erklärt ihr am Telefon den Grund des Anrufs. The investigation started, okay, when we found an abandoned car in the city of Berlin, and the car contained some blood and drugs. So after the investigation, we found that the car was rented under your name and on your personal information. Ihr wird am Telefon Druck gemacht. Immer wieder erklärt der Anrufer, dass ihr Name bei einem Verbrechen auftaucht. Dadurch bin ich dann tatsächlich irgendwann panisch geworden und ich weiß auch noch, dass ich dann irgendwann Tränen in den Augen hatte, weil ich wirklich verzweifelt war. Die 38-Jährige ist nicht das einzige Betrugsopfer. Bei der Polizei sind inzwischen tausende Anzeigen zu den vermeintlichen Europol-Anrufen eingegangen. Kripo Live fragt bei der Behörde in den Niederlanden nach. Europol wird nie jemanden anrufen und um Geld bitten. Europol wird nie jemanden anrufen und um persönliche Daten bitten. Doch das ist der angerufenen Frau nicht bewusst, als sich die Betrüger melden. Was sie letztendlich wollten, ist, dass ich quasi mein Vermögen auf ein fremdes Konto packe. Dann wird sie doch skeptisch. Deshalb überprüft sie während des Anrufs die Telefonnummer von Europol. Sie geht auf die Internetseite der Behörde und findet heraus, die Nummer gibt es tatsächlich. Auch deshalb glaubt sie, es am Telefon mit der echten Polizei zu tun zu haben. Und ist schließlich fast bereit, ihr Geld zu übergeben. Dann aber hat sie noch eine Idee. Als ich dann gesagt habe, ich rufe euch gleich zurück, da sind sie so ein bisschen ins Straucheln gekommen. Plötzlich legen die Betrüger unvermittelt auf, denn bei dem Rückruf hätte sich ja tatsächlich Europol gemeldet. Also? Für die junge Frau ist es noch mal gut gegangen. Aber in Zukunft wird sie vorsichtiger sein. Weil wenn die einmal anfangen, da in deinem Gehirn rumzubohren und mit dir zu spielen, dann kann das einfach passieren. Ich habe sicherlich jetzt ein größeres Bewusstsein dafür, aber die waren so verdammt gut, das muss man einfach wissen. Also nochmal, sollte jemand anrufen und vorgeben, von Europol zu sein, von der Polizei oder der Staatsanwaltschaft, am besten sofort auflegen. Ermittler und Behörden rufen in der Regel nicht so einfach an. Erst recht fragen sie nicht nach Daten, Kontonummern oder gar Vermögen. Wer Opfer des Europol-Tricks geworden ist oder sogar Geld überwiesen hat, sollte unbedingt Anzeige erstatten. Sie können sich damit an jede Polizeidienststelle wenden. Bleiben Sie achtsam. Infos zu unseren aktuellen Fällen auf der Kripo-Live-Homepage und im MDR-Textseite 377. Bis zum nächsten Sonntag bei Kripo-Live, Tätern auf der Spur der Trauerschwindler.